Ich fürchte mich um ihre Sicherheit, deswegen sitze ich in der Taverne in einer Ecke auf einem Schemel und mache nichts. Oblivion Remaster Gameplay First Look Sky Oblivion Quest Showcase 2. Das erste Gameplay zu Sky Oblivion. Und ich würde es wahnsinnig gerne sehen. Hier ist Sky Oblivion, ist mega. Sky Oblivion hat auch ein geiles Video, das habe ich schon vor einem Monat mal vorgeschlagen. Heute gehen wir erstmal in Sky Oblivion rein, weil ich es wahnsinnig gerne sehen würde. Weil, ich bin ehrlich, ich habe auch keinen Bock mehr auf das nächste Elder Scrolls zu warten. Das dauert noch so Ewigkeiten. Und ich habe ein bisschen Angst drum, wegen Starfield. Welcome. Hallo. Today we would like to give you a glance into the progress we have made on quests as we approach our 2025 release goal. In this video we shall be previewing two side quests, Fingers of the Mountain and Killing Fields. While progress has been steady, we are always looking for more volunteers to help us finish the project and get it into your hands as soon as possible. Okay. If you think you can help, please send us an application at www.skyblivion.com/volunteer. Weg. Ich krieg wieder so Fluchtreiz einfach. This quest takes place roughly mid-game and is given by the Coral Mages Guild as a task to receive their recommendation. To start it, we must speak with Tikas, who wishes for us to investigate a former member of the guild who has been lurking around the city. Macht schon einen schlanken Fuß. Ich bin ehrlich, die Grafiken sehen jetzt nicht mehr top aktuell aus, ja? Wir sind inzwischen ein bisschen sehr verwöhnt, das muss man schon zugeben. Aber es ist halt ein sehr krasser Unterschied zu Oblivion. Das ist schon sehr, sehr geil. Und die Locations sehen auch so gut aus. Das auf Deutsch geben wird. Also ist eine Mod, die wird es natürlich erstmal nur auf Englisch geben, aber... What is it, associate? Do you need something? Ob es die Mod für eine Mod für... Ob's eine Mod für I'm afraid die Mod geben I can't just Deutsch write one out of hand. That would be against protocols, you see. If perhaps you can clear up a small matter involving Irana, you can prove your loyalty to the guild and earn my recommendation. She and I have an unpleasant history. She does not care for guild regulations and errantly believes I am misusing my powers. I have seen that she is in town. Though she has not approached me, I know she wants something. I would like you to find out what it is. Ich bin ehrlich, von dem, was ich sehe, könnte es in der Qualität auch, also es könnte ein offizielles Remake sein. Weißt du, was ich meine? Das sieht halt wirklich aus wie ein echtes Remake von Oblivion. Determine what she's after and how we may be rid of her. I do not want her here spreading her lies. Make haste. I wish to be rid of Irana as soon as possible. Ah, yes. You are a guild mage, are you not? Yeah. Ja, das erinnert mich an meinen, als ich Skyrim gemoddet hatte und wir hatten diese dunklen Gesichter mit dem normalen Körper. Erinnert mich ein bisschen daran. Different from the others. Yes, yes, this is good. There's a small matter with which you may be able to assist. Weiß nicht, offizielles Remake würde eher was auf Current Gen gehen und nicht auf Skyrim Engine. Du, vergisst aber, über welche Engine wir hier reden. Und über welche Company wir reden. Ich bin ziemlich sicher, das hier, ich meine, es ist sowieso die Creation Engine,
Ja, sowieso. Und ich bin ziemlich sicher, dass das genau so aussehen würde. Ich bin ziemlich sicher. It's nothing worth involving your guild in, I assure you. Best if kept just between us, yes? So, what say you? Excellent. It's a simple task, really. All you need to do is fetch a book for me. The book is entitled Fingers of the Mountain. It is of no use to you. You won't be able to read it. I, however, can and would very much like to. You'll find it in an old ruin called Cloud Top. It's north of Coral, up in the mountains. I'm afraid I don't have an exact location. Return it to me immediately when you have. Passt nicht richtig zum Körper, make ne? No mention of it to Tikius or anyone else in your guild. I will make it well worth your effort. With Irana's plans revealed, we'll return to Tikius. What? What? Not only does it exist, but she knows where it is. Well, this is unacceptable. That book needs to be in the safekeeping of the guild. I trust that as a member of the guild, you would do the right thing and acquire this text before Irana does. Are we clear? Ignore her request. Für Fans sicher cool, neue Spieler wird es leider nicht anlocken. Würde ich ehrlich gesagt nicht drauf wetten. Ich kann mir vorstellen, dass Leute das auf jeden Fall ausprobieren werden oder Leute, die halt. Ich glaube, es wurden mit Skyrim sehr, sehr viele Leute abgeholt für die Bethesda-Art der RPGs, die aber nie Oblivion gespielt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die jetzt gerade auf das neue Elder Scrolls warten, das hier zumindest mal ausprobieren würden, wenn sie es mitbekommen. Ansonsten, es ist ein Fanprojekt. Ich glaube, das ist ein Fanprojekt, was für die Fans gemacht wird. Ich glaube, die wollen damit keinen neuen anlocken. Aber ich sehe gerade auf jeden Fall ein paar Leute, die das gerne mal ausprobieren würden. Ich bin auch einer davon. Ich habe Oblivion, glaube ich, mal angespielt, aber nie wirklich besonders weit oder nennenswert irgendwie. Und ich würde das hier gerne mal ausprobieren. Quest, go to this place she has described and return with the book. This is far more important. Ich hoffe nur, dass er auf Deutsch kommt. Das wäre schön. Weil die Voice Lines und so, das müsste ja alles dasselbe sein noch. Make haste. I wish to be rid of Irana as soon as possible. Now that we have our task, we'll begin our journey to recover Fingers of the Mountain. Leaving Coral's Oak Gate, our route takes us along the outskirts of Coral, towards the mountains in the far distance. Now you will know pain. Schlechter Bandit aber auch. Der hat viel zu früh zugeschlagen. Wie er einfach komplett eskaliert. Ah, ich hätte schon Bock. Finally, we've reached our destination. Cloud Top. Amongst the clouds, this ruined fortress overlooks the lands below. The fierce storms and lightning in this area have dismantled this once formidable tower. Mir wäre nur wichtig, dass es eine Mod gibt, mit der ich den Kompass oben ausmachen kann. Das wäre mir ganz wichtig. Into what you see es gibt now. Mehr Kommentare, gut für ein Album. After exploring Cloudtop, we find the charred corpse of an unlucky mage who pushed their luck beyond their skill. Und ich freue mich drauf, Knochenmehl zu sammeln. Untimely, oh, das wird ein Favorite. With the book secured, we have two options. To either return to Tikius and receive his recommendation to join the Mages Guild, or to return the book to Irana for the large reward she promised us. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren genau die Quest gespielt. Das ist einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Habe es damals abgebrochen, weil es mir dann doch zu schlecht aussah. Ja, dann kannst du ja bald nochmal loslegen. Oh, ich hab schon Bock. I think I need something to drink. Stimmt, es sieht noch ein bisschen clean aus alles, ne?
Das ist es, glaube ich, was mich stört. Es sieht wirklich noch ein bisschen sehr... Also die Straße hier, das ist alles sehr, sehr sauber, sehr, sehr, ich sag mal, unorganisch. Und hier die Häuser, die sind auch super sauber. Das ist alles wie, als würde man sich so ein... Wie sagt man, so ein Dorf angucken, wo so Probehäuser stehen, weißt du? Wo man gucken kann, was man sich bauen lassen will. Irgendwie sowas. Sehr sauber. Ich glaube, das ist, was mich stört. Make it quick. Make it quick. You found the book. My trust in you was well placed, it seems. Hand it over, if you please. Ja, true to our word, we've returned the book to Tikus. Ah, yes. This is indeed the correct book. You've not been able to open it, I presume. Then all is well. You have shown yourself worthy of the guild, and for that I thank you. You shall have the recommendation you need. Now, I must ensure this book is kept safe. Excuse me. I grow weary of waiting. Where is my book? Wow, weißt du was? Dann schreib dir dein Scheißbuch doch selber. Ich gehe wieder. Was ist das denn? Hä, die fragt uns, ob wir das Buch, das Buch, und ich würde das so gerne haben. Und ja, das ist natürlich die Aufgabe, ist natürlich wichtig und ist schon schwer. Na klar, ich verstehe das. Und dann kommst du wieder, hast alles gemacht, kommst du wieder so, ja, ich habe keinen Bock mehr zu warten, wo bleibt mein Buch? Batsch! Entschuldigung. What? You gave him the book? Ja, what richtig so. What were you thinking? And here I thought one of you guild mages might actually have a brain. Boah, die kriegt nichts all right, von mir. All right, we can deal with this. Hi, Elf Karen. You have to get it back, that's all. You're in the guild, aren't you? You should be able to walk right in, find it and take it. And if you can't, then break in. I want that book. Bring it to me once you have it. I'll even still give you the reward I promised, despite your incompetence. Now go! Ich würde gucken, wo die wohnen und die komplett ausrauben. Of course you will. Do whatever you must. I require that book as soon as possible. Die hat ein Geheimnis. It seems we've enraged Irana. Let's set things right with her by stealing the book back from the Mages Guild. Die hat ein Geheimnis. Oh, Entschuldigung, der Schwanz hängt in die Kamera. Oh, die Schlüssel. Was ist denn mit den Schlüsseln? Back again, are you? Do you have the book this time? Ah, wonderful. I'll just take this from you and get to work translating it. I'll need some time with this. Come and find me tomorrow. I'll be here until I've finished my work. But please don't disturb me until I'm done. This is quite a delicate business, you see. Ich würde direkt hinterherlaufen, dieses Stürmen. Weiß, wie es euch geht, hello, aber... Hello, my little friend. I have something that might interest you. I've committed most of the book to memory. Was, ich klaue so ungern in Videospielen? Du musst es aber extra dazu schreiben, in Videospielen. Ich klaue so ungern in Videospielen. Bei mir ist es umgekehrt. Ich klaue lieber in Videospielen als... Ich mache das lieber in-game. Da lebe ich meine niederen Instinkte aus quasi. Außerhalb des Spiels bin ich eigentlich nett und umgänglich, aber im Spiel... Ja, da loot ich halt die Hütten leer, ne? Das ist egal. But I took the time to write down a passage you might find useful. Mm-hmm. It contains instructions for acquiring a very special power. You'll want to read it carefully and then return to Cloud Top. Okay. I consider this to be more than a worthy reward for your help. I believe you'll agree, assuming you're careful. Kein Geld? Go bother someone else. Alter. Diese Metze, ne? With the note from Irana, we've returned to Cloud Top. It is time to uncover the secrets of Fingers of the Mountain. Mhm. Und jetzt kriegen wir eine tolle Macht. Yeah.
Der wusste ja schon, was er machen soll. Finger of the Mountain. Okay. To round out our quest's highlight, we're going to walk through Killing Fields, a quest with multiple endings depending on your choices. Similar to Fingers of the Mountain, this quest begins in Coral. You'll begin the quest by speaking to Valus Odiel in the Seedy Grey Mare. Ach, my sons. Have you seen my sons? Ich kenne deine Söhne nicht, wie sehen die aus? Yes, Rallus and Antus. They're going to fight off the creatures at our farm, but I fear for their safety. Ich fürchte mich um ihre Sicherheit, deswegen sitze ich in der Taverne in einer Ecke auf einem Schemel und mache nichts. For the last few days we've suffered attacks from these creatures at our farm, not far from Coral. They're coming from some place in the Great Forest. I don't know where, but Rallus may know more by now. Vater des My Jahres. Boys will take up the fight, even if the guards won't. Doesn't matter if it's outside the town walls. It's still. Ja, ich würde auch gerne. Es ist gerade Gameplay First Look. Ich würde auch gerne ein bisschen was von der Map sehen. Ne? Ich würde so ein bisschen gerne so rumreisen sehen. They expect me to go with them, but I fear in my old age I'm not the warrior I once was. Would you go in my place? Pathetic. Somehow. I knew you'd do the right thing. I'm supposed to meet them at Wayne and Priory. You'd best get whatever supplies you need now, so you can get there in time. Also sollte sie da treffen, geht aber nicht selber. Das mag ich im Bethesda-Spiel nicht. Jeder sitzt rum und wartet darauf, dass der Doppelkinn alles erledigt. Ja, aber es ist nicht über Bethesda-Spielen. In fast allen Spielen sind die Leute unfähig zu leben. Und ich weiß nicht genau, wie die NPCs vorher überhaupt überlebt haben, ohne dass man als Spieler vorbeikam, um ihnen zu helfen. Bei allem. Ja, vom Kräutersammeln bis hin zu Bösewichte vernichten. Wie die überhaupt überlebt haben, ist mir immer ein Rätsel. Zum Glück haben die uns. I need a drink to calm my nerves. Please, excuse me. Ja, sicher. Er muss sich ja mal einsaufen. Valus wishes for us to fight in his stead. Wow. Taking the fountain gate out of Coral, we pass through the farms and towering windmills which surround the city. We need to follow the road south to meet up with his sons at Wayne and Priory, where the reclusive monks of the Order of Talos reside and worship their deity, who transcended manhood for godhood. Er hat seine Männlichkeit für Göttlichkeit getauscht? I'm afraid I have no time for small talk, friend. I'm waiting for my father, Valus Odiel. Have you seen him in town by any chance? He's not coming with us? I think I understand, and it is better that he remains safe. Though I wonder why he has asked you to take his place. You would join us, though you have no personal stake in this fight? Was ich bewundernswert finde bei Bethesda-Spielen, dass die NPCs nicht alle Nackenschmerzen haben. Wenn die alle irgendwie so stehen, warte, die stehen alle so und reden dann aber immer so mit dir. Ha, bla, 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 bla. Bewegen sie aber nicht dabei. Einfach so bla, 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 bla. Und manchmal geht der Kopf noch so nach hinten und so. Oder wenn du vorbeigehst, weißt du, die gehen so vorbei und dann gucken die dich immer an. Bewundernswert. An honorable deed. I gladly accept your help then. There's no point in waiting here any longer. Follow me. Was passiert, wenn man sie von hinten anspricht? Da kann alles passieren. Das weiß man nie so genau. We've arrived. Their farm has seen better days. Let's catch up with the brothers and prepare for battle. Stay focused. Watch your backs and be careful. Antus, are you ready? Yeah, I'm ready. Let's go! Defend yourself. Here they come! Die war echt gut für Goblins. Die!
Der wusste es ja. Nice. GG. Hat noch nicht so große Goblins gesehen. Die sind aber wohl genährt. Hier war auch schon ein paar, ne? Noch mehr. Ich finde, die besten NPCs sind immer die, die einem in den Schlag laufen. Wenn du lange aufladen musst, ne, oder so ausholen musst, und dann läuft der NPC in den Schlag, das ist das Beste, und dann greifen dich alle an. Dealt with, we can return to Valus in Coral. Let's go see my father and let him know of our victory. Hmm. We beat them. We slaughtered them all. Did you see? Did you see how well I fought? Ja, es war spitze. You're back, and you've brought my sons with you. How wonderful! My boys are safe. Irgendwie auch rassistisch, Trolle und Goblins immer als böse darzustellen. Ich glaube, es kommt immer auf die Fantasy-World drauf an. Es gibt ja auch Trolle, die können, ne, also Gronkh war früher mal ein Steintroll, daher kommt das, der konnte auch mal reden, ein bisschen unbeholfen. Aber andererseits, ich würde auch nicht unbedingt mit einem Puma verhandeln wollen, wenn der mich angreift. Schwierig. Wenn die zuerst angreifen, greift man ja zurück. Das ist schon okay. Oh, thank you. Thanks so much for sticking with them and helping a foolish old man. Trolle süß. Ja. Please. Take this. I won't be needing it any longer. My battles are over. I plan to live out my days on the farm in peace and quiet. We've completed the quest and been gifted Chilrend. Oh. This iconic blade is one of the many weapon rewards from Oblivion we've remade to offer more unique and diverse weapons throughout Skyblivion. Nice. However, this is but one of the potential endings for this quest. Depending on whether or not Odil's sons survive, he may not be so gracious. They didn't make it. Oh God. They died out there all alone. Sie hätten überleben können, wenn ihr Vater da gewesen wäre. I should have been with them. It should have been me, not them. Das stimmt. I'm sorry. You did all you could, I'm sure. Auch das stimmt. Thank you for trying. I'm afraid I have nothing to offer you. What little money I have must now be spent on burials. Please, if you'll excuse me. Und jetzt noch Pickpocket, das Schwert holen. The goblins have damaged the Odil farm. It will take time for the family to repair, taking longer depending on how many members remain. Oh. Or if they all meet an unfortunate end, the farm will remain in ruin. Okay, das ist aber cool. Additionally, gravestones are placed for each brother that dies in defense of their home. Das ist ja cool. In honor of their sacrifice. We hope this highlight of two remastered quests provides you a good look into our progress with Skyblivion. We want to thank you for your continued support as we approach our 2025 release target. Stay tuned for later on this year, when we will be offering more insight into our current progress and what progress remains as we enter the final year of development. Final if you think year you can help, please send us an application at www.skyblivion.com/volunteer. Das soll nächstes Jahr rauskommen? Schon geil. Ich finde Skyward besser, dass du Mars von Morrowind. Ja, aber man kann beide spielen. Das ist das Beste. Holy shit, geil. Heieieieieiei. Nächstes Jahr schon? Oh shit. Ich muss mich beeilen mit meinem Pile of Shame. Ich habe immerhin schon angefangen, den Pile of Shame abzuarbeiten. Jetzt muss ich nur dazu kommen und bald bin ich im Urlaub. Dann schläft das wieder ein. Nein, ich muss das wirklich durchziehen. Holy shit. Nächstes Jahr schon, geil. Aber sieht halt wirklich schön aus. Es sieht wirklich, wirklich schön aus. Hat so ein bisschen,
Ich finde, es hat trotzdem so ein bisschen durch diesen Retro, also es ist ja nicht mal ein Retro-Look, aber schon doch irgendwie. Aber dadurch hat es halt auch noch so einen bestimmten Charme. Weißt du, was ich meine? Auch das holt mich dann doch wieder ab. So, ich finde, ah ja. Ja, ich will. Ja, das war Sky Oblivion Quest Showcase 2. Ich hätte gerne noch mehr von, ich hätte mehr noch gerne von Landschaften gesehen, aber ich bleib mal geduldig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich schicke euch einen Link raus. Lasst ein Like da, lasst ein Follow da. Und ja, wenn ihr irgendwie fähig seid oder so, die suchen halt noch Leute, könnt ihr mal gucken, falls einige von euch irgendwie kreativ im kreativen Bereich unterwegs sind oder vielleicht im Programmiertechnischen und so, dann könnt ihr mal vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao mit V. Tschüss.